Alright. Gut. Wir haben heute einen Special Guest für Tag 3 der Epson-Woche. Und zwar, was stellen wir heute vor? Stellen heute den. Also, ja, da ist mein Name. Ich bin einer der Außendiensttechniker im Hause Print Equipment. Wir stellen heute den Epson Schurkala F2200 vor, Ja, der auch. Nachfolger vom 2.1er. Richtig. Und zwar, ja. Fangen wir an. Und zwar hatten wir jetzt am Montag haben wir angefangen mit Toni, unserem Technikleiter. Dann ging es am Dienstag mit Benny weiter aus dem Support. Und heute haben wir Danis hier. Danis, seit wann bist du eigentlich bei Print? Ich bin jetzt circa 3 Jahre bei Print Equipment. Also Juni werden es 3 Jahre. 3 Jahre. Kamst du vor oder nach mir? Ich komme nach dir. Okay, krass. Ja. Das ist echt schon eine Weile, ne? Ja, Schön ist hier. schön hier, gefällt mir Halt. sehr. Halt's aus. Gerade so mit uns. Sicher, man sieht von meiner Haarpracht auf jeden Fall. Keine grauen Haare, Ja, sag ich ja. ey. Ich Jetzt? trage halt alles offen. Ich bin sehr offen, ja. Wunderbar. Nee, alles tipptopp. Und Tipptopp. du hast aber im Vertrieb angefangen? Genau. Mein Steppenpferd, also ich habe angefangen im Vertrieb, habe circa 21 Jahre Rollenoffset-Druck hinter Okay. mir als Maschinenführer und allgemein Drucker. Ja, und wo ich dann bei PE angefangen habe, muss ich sagen, ist für mich die Welt nochmal komplett erweitert worden, weil ich ja, wie soll ich sagen, ich war berufsblind, ich druck nur auf Papier und siehe da, ich wurde doch eines Besseren belehrt und habe dann auf einmal auf Folie drucken können, auf T-Shirts drucken können, auf verschiedene Oberflächen drucken können, was für mich eine Explosion war. Also auf alles eigentlich. Auf alles, was man sich vorstellen kann, auf Tasse, auf Max, auf Wahnsinn, also Folie, wie gesagt, verschiedene Arten, verschiedene Artikel, Größe, eigentlich fast irrelevant, verschiedene Druckverfahren, wie gesagt, vom Drucker her kennt man nur 4 Stück und ich sehe da, wir haben Sublimation, wir haben den Siebdruck an sich, wir haben dann auch nochmal ganz klar DTF, DTG, also Direct to Film, Direct to Garment. Wie gesagt, war für mich eine Explosion, muss ich sagen. Also habe ich so nicht erwartet, ganz ehrlich. Immer für Überraschungen gut. Genau. Und genau, ja. Und irgendwann mal haben wir dann gesagt, gut, Reicht jetzt auch? es reicht nur beim Vertrieb, okay. Und Genug dann verkauft. durch meinen technischen Hintergrund haben wir dann auch DTF, dann kann man sagen, aufgebaut. Zusammen. Sehr schön. Und da bist du dann geblieben und bist jetzt seit im Außendienst unterwegs, Genau. Außendiensttechniker. Richtig, Außendiensttechniker seit, ja, seit ich dann die Technik getauscht habe, bin ich Okay. seitdem draußen. Ja. Bin für die ganze Rotation zuständig, also für die großen Babys, sage ich mal dazu. Und ja, ich glaube, das werde ich auch so schnell nicht ändern. Scheint nichts falsch dabei. Nee, Ich überhaupt hoffe, nicht. wir behalten dich noch eine Weile. Eine Weile, Ganze, eine ganze Weile, auf jeden Langeweile. Fall, auf jeden Fall. Sehr schön. Wir hatten es gestern mal drüber, ob du schon mal ein 2.2er installiert hast, aber 2.1er zählt auch. Zählt. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe ja mit der Rotation eigentlich angefangen. Stimmt ganz. Ich habe eigentlich mit dem Kolibri angefangen im Vertrieb. Hab dann getauscht irgendwann mal zu der ganzen Rotation und durfte auch letztes Jahr auch einen F21er aufbauen. Aber das ist ja das Schöne gerade bei Epson. Wenn man jetzt sieht, wie die Maschinen aufgebaut sind im Allgemeinen, kann man auch sagen, das sind relativ einfach zu bedienen, sind einfach Selbstläufer. Wir müssen ja nichts ausrichten, ich gehe auf Formatware, kann verschiedene Folien mit bedienen, ob es eine Hot Peel ist, eine Instant Hot Peel von Forever, Glitter etc. pp. Ist eigentlich irrelevant. Kann auch gleich tausche auf ein T-Shirt, Pulli, also alles was bis zu 2,5 Zentimeter bedruckbar ist, in Anführungsstriche, kann ich eigentlich bedienen mit der Maschine, auch im F22er. Hab den neuen TFP-Druckkopf drinne, wo nochmal zwischen 20 und 30% schneller ist wie der F21er. Also roundabout kann man sagen, brauche ich 4 Minuten allein der reine Druck im A3, auf einer A3-Folie, Okay. sage ich jetzt mal. Klar,
Dazu werde ich dann nochmal einen Shaker brauchen, ein kleiner, oder halt einen Granulierer, sage ich mal, dazu. Und dann gehe ich schon in den Ofen. Da kann man sagen, ich mache bis zu 5 bis 7 Folien in der Stunde. Okay, aber das geht eigentlich klar für einen Formatdrucker. Was mich eigentlich so zur ersten Frage bringt, also wir haben ja verschiedene Drucker. Also wenn wir jetzt mal rein vom DTF-Drucksystem sprechen, wir haben ja bald den F1000, wir haben den 2.2er mit dabei, dann haben wir im Rollenformat die 60er-Drucksystem mit Richtig. einem 45er Ofen und Genau. einem 60er Ofen. Da können wir auch noch weiter in die Breite gehen. Aber trotz allem, für wen würdest du sagen, ist der 2.2er geeignet? Ist das eher so Einsteiger, eher Advanced oder was? Ich bin eher für Advanced Business auf jeden Fall. Okay. Also wir haben den kleinen Bruder davon. Das ist eher so die Einsteigervariante. Und hier sind wir ganz klar im Advanced Business. Also wenn ich schon einen Kundenstamm habe und kann von 20 bis 50 Transfers so am Tag bedienen, bin ich auf jeden Fall richtig mit dem F2.2er. Wie gesagt, wie schon vorhin erwähnt, kann ich auch T-Shirts gleich drucken. Das ist ja das Schöne dran. Das hat DTF und DTG, Genau, ne? Darf man jetzt richtig. nicht vergessen. Auch wenn Richtig. DTG bis in den Hintergrund gerückt ist, man kann es trotzdem für DTG benutzen. Genau. Läuft es dann mit der gleichen Tinte? Gleiche Tinte, also die Ultra Chrom DG2, ist auch noch neue Formulierung, geodesertifiziert, ökodesertifiziert, mehr Pigmente, auch für die DTF-Geschichte, bessere Stretchability, und ich habe auch eine höhere Waschbeständigkeit an sich. Und ganz klar, die Farben sind auch dann einiges greller wie vorher durch die höhere Pigmentierung, muss man sagen. Ja, es gibt mit dem F2.2er sehr viele neue Sachen, auch was Tinte angeht. Okay, sehr schön. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ja, tatsächlich kann ich einfach nur einen Reiter, also eine Queue verändern, in der Print Suite, sage ich mal dazu, und dann kann ich sowohl in einem Moment Folie bedienen und swap rüber auf ein T-Shirt. Gar kein Problem. Okay, aber jetzt nochmal so zusammengefasst für DTF haben wir einmal ganz normal den Druck auf Folie, das heißt, man legt die Folie in 2.2er im Endeffekt ein, so ganz grob gesagt. Und danach nimmt man die Folie, da kommt Kleber, Granulat, Schmelzkleber, genau. ja. Also genau so, also ich lege eine drei Folie rein oder eine 40x50 Folie kann ich auch machen. Ich habe ja verschiedene Platten für dieses System. Ich produziere auf die Folie, ganz klar. Nimm meinen Transfer, die Folie ist hier alles noch nass. Lass es circa eine halbe Minute, max eine Minute antrocknen, nicht durchtrocknen, wir reden immer nur vom Antrocknen. Dann durchs Granuliere und bringst dann in den Trockenofen, um die ganze Thematik zu gelieren. Und da habe ich roundabout, wie gesagt, insgesamt bin ich bei Druck und Gelierung so bei 6 bis 7 Minuten. Okay, ja, und dann habe ich das fertige Transfer. Und wenn ich den 2.2er als DTG-Drucker benutze, dann haben wir es ja so bei weißer Textilie. Jetzt muss ich schauen, dass ich es Genau. richtig habe. Bei weißer Textilie ist es so, dass man es nicht vorbehandeln muss Richtig. und kann direkt aufs Textil So sieht's drucken. Und aus. bei dunklen Textilien muss ich. Muss ich den Pretreater oder Pretreatment an sich benutzen, damit ich diese Salzlösung habe auf dem T-Shirt, dass die Tinte nicht versickern kann? Ich brauche den Untergrund, damit ich das auch verhaken kann im Endeffekt. Okay, aber sobald dann der Druck drauf ist vom DTG, ist durch, fertig. Oder? Genau, also auch da gibt es einen kleinen Vorgang, sage ich mal dazu. Also wir gehen hin, tun das Textil vorpresse, dann kommt's in den Pretreater meistens, viele gehen auch hin oder können auch von Hand pretreaten, ist aber immer noch so eine Sache wegen der Gleichmäßigkeit, aber tatsächlich, ich tue eine Minute dann trockne, sage ich mal dazu, das Pretreatment raustrocknen unter der Transferpresse, und dann gehe ich schon in den Drucker rein, habe dann bei circa 2 Minuten, wo ich dann 2 Minuten, ja, zwischen 2 und 3 Minuten, wo ich produziere und dann nochmal halt 2 Minuten fixiere die ganze Thematik. Okay. Alright. Dann nächste Frage Ja. wäre, und zwar, wir haben jetzt viel von Folie gesprochen und was damit passiert. Allgemein Folie. Welche Folie kann ich für den 2.2er nehmen? Was für ein Druckformat haben wir da überhaupt? Welche Folie macht Sinn? Und was haben wir für Folie für
für DTF dann im Angebot? Also wir haben ja, also im Allgemeinen ist immer vom Kunde selber abhängig. Wo sieht sich der Kunde gerade? Wo braucht er die Folie? Wie ist der Kundestamm? Im Allgemeinen, ich verallgemeine das im Endeffekt, haben wir verschiedene Hotpeel-Folien. Mehr aber auch Coldpeel, aber die meisten produzieren mit Hotpeel. Auch da kommt es auf den Kunde drauf an, wie ist die Linie aufgebaut, hat er die Zeit, ja, nein, sind es mehrere Leute, ist eine Linie, also es gibt verschiedene Faktoren, aber ich kann eine Hotpeel, eine Instant Hotpeel von Forever zum Beispiel, da ist drauf, zack, eine Sekunde kann ich es wieder runternehmen, dann 5 Sekunden fixiere oder nachpresse im Endeffekt. Dann haben wir auch Glitzerfolien, alles in A3-Formate. Wir haben auch A4-Formate, wo man nutzen kann. Ich glaub, auch da 40 auf 50. Haben wir auch, genau. Okay, also ja. Die Hotpeel-Folien sind aber auch auf 40 auf 50. Das ist ja in Ordnung, weil ja meine F22 können ja verschiedene Platteaufsätze bedienen. Die 40x50 Platteaufsätze, die 35 auf 40 Platte-Sätze und halt auch verschiedene Sleeves oder auch Polos oder auch eine ganz kleine 25, 30. Also man sieht, man kann halt verschiedene Formate bedienen. Ergo hängt es auch da wieder am Kunde. Was macht für ihn Sinn? Was macht für seine Kunde Sinn? Und so kann ich auch die Kunde bedienen. Genau. Wenn du jetzt sagst Glitterfolie, uns kleiner Fun Fact, unser Kollege hier war auf der Vespa in Amsterdam. Und zwar, ja, richtig, wir hatten keinen eigenen Stand, aber unser lieber Lieferant, der Forever Transfers, genau, die Forever Jungs, hat uns eingeladen, dass wir eine Maschine von uns, eine DTF-Maschine, bei ihm am Stand aufstellen dürfen und haben auch einen Techniker mitgeschickt, unser lieber Jordanus hier. Du konntest ich war dabei. Dort vor Ort genau. mit den Jungs und natürlich mit Vanida, nicht zu vergessen, ja. Auch die neue Glitterfolie testen, ein bisschen. Genau, die neue Glitterfolie. Wir haben sehr viel auch jetzt vom Druckprozess auch ein bisschen mit einzuschneiden. Da haben wir die Instantfolie gedruckt und bedient, was gar keine Thematik hat. Klar, ich habe ein bisschen die Tinte erhöhen müssen, ein bisschen auch mit der Fixierenheit arbeiten müssen, also reduziere im Endeffekt. Das Gleiche habe ich dann auch für die Glitterfolie machen müssen. Vorteil da, auch da gerade Rolle getauscht. Etwas die Tinten erhöht, also die Farbschicht im Endeffekt, und habe dann problemlos auch weiter produzieren können. Das Gute ist in der ganzen Geschichte, die Glitterfolie ist so massiv, also so gut verarbeitet, dass auch auf meinen Walzen, auf meine Pinscholz nichts kleben bleibt. Und ich kann dann, wie gesagt, einmal Rolle tauschen und Attacke Bonanza weitergeht. Sehr gut. Ganz kurz noch, dann machen wir weiter. Fazit zur Messe, Fazit zu Forever. Top, top, top. Ich kann nur eins sagen. Gruß an die Jungs von Forever. Das muss ich liken. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es war wirklich gut. Die Zusammenarbeit war sehr gut, war super. Die Jungs haben mich und Vanida sehr unterstützt. Also es war eine sehr, sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Also gerne jederzeit wieder. Sehr schön. Transferfolie von Forever können wir auf jeden Fall empfehlen. Die ganzen Motive hier hinter uns an der Shirtband sind übrigens auch von Forever. Danke hierfür übrigens. Kommt sehr gut an. Dann, der Tobi hat sich auch zugeschaltet. Jetzt müssen wir uns anstrengen. Okay. Immer. Weiter geht's. Wie oft muss der Drucker laufen? Ist eine Epson-Lösung, das heißt, auch da haben wir beim F21er eine intelligente Apparatur, sage ich immer, wo eigentlich sehr viel merkt. Das heißt, wenn ich mal 2-3 Tage nicht gedruckt habe, dann sagt der Drucker, okay, ich schmeiß jetzt mal den Bleistift weg, warum nicht? Sagt sich der Drucker, okay, ich muss eine bestimmte Zeit reinigen, um alle Düse da habe. Also ich habe eine automatische Düsenwartung, die dann auf jeden Fall sagt, Düse funktionieren nicht, sind zu, ich muss mehr reinigen, mehr Reinigungsaufwand, aber merkt eigentlich der Drucker an sich selber, liest dann ab im Endeffekt und dann aber kann er das dann reinigen. Reinigt sich der Drucker selber oder brauche ich dafür einen Techniker? Kann man, also wie gesagt, die F21er/F22er Version kann sehr viel im Alleingang, also
ich muss da nicht großartig am Anfang mir Gedanken machen, okay, wie geht's jetzt weiter? Der Techniker ist schon aus dem Haus. Was mache ich jetzt? Ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist so gut beschrieben beim F22er. Egal, wie ist die Wartung am Display, kann ich gucken, wo muss ich hin mit der Wartung, wenn irgendwie Fragen sind, hey, wo muss ich denn rein? Die Jungs von Epson haben ja auch ihre QR-Codes, da steht ja auch alles drin mit Videos, Anleitungen, die Handbücher sind vor Ort. Und es ist so erklärt, wie ich schon immer schön sagte, es ist soldatensicher, also man kann nichts falsch machen. Wenn man nicht gerade grob fahrlässig was macht, kann man nichts falsch machen. Stichpunkt Wartung. Wie oft muss ich den Drucker warten? Gibt es da feste Zeiten? Was kostet mich so eine Wartung? Und vor allem, ist das schon ein ordentliches Gerät, also was man sich da anschafft. Wie ist das? Ist da Garantie drauf? Also wir haben allgemein haben wir eine ja, Vor-Ort-Garantie auf jeden Fall, erweiterbar zwischen 3 und 5 Jahre, kann man sagen. Die Wartung an sich, auch da hängt es auch wieder vom Kunde ab, wie wird das Gerät genutzt, druck ich öfters, was man auch immer empfehle bei solchen Geräten, ob DTF oder DDG. Ich glaube, viele wissen, die alte DDGler, sage ich mal, wie die Tinten reagieren. Man empfiehlt halt immer, wir gehen in die Produktion, ist immer besser für die Systeme. Aber auch da, wenn die Wartung kommt, ich habe auf dem Display eigentlich alles, wenn die Tinte leer gehen, die Usachrom hat auch eine Erweiterung mit 800 Milliliter mittlerweile, im Gegensatz zum F21er mit 600 Milliliter. Der F21er Kartusche, der F22er hat mittlerweile Bags, wo ich tauschen kann, also auch da Nachhaltigkeit ganz groß. Im Großen und Ganzen kann man sagen, das Gerät spricht mit mir und sagt, hey, ich brauche jetzt dann neue Tinte oder hey, ich brauche neue Maintenance, neues Maintenance-Kit, und ich sollte jetzt dann auch getauscht werden. Also Okay, also ist man wirklich muss, sicher. es ist wirklich sicher, Okay. ich kann da großartig nichts falsch machen. Würde ich sagen, ich könnte so ein Gerät bedienen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Solange ich als Techniker dir das beibringe, auf jeden Fall. Ja, Nee, okay. Inspiration direkt bei dir gebucht. Spaß. Okay, ihr dürft übrigens Fragen stellen. Ist nicht verboten. Wir versuchen sie auch weitestgehend zu beantworten, soweit wir können. Aber wir sind ja gut vorbereitet, beziehungsweise ja Danis, ich nicht. Du, wie Kriegen gesagt, wir alles hin. wir kriegen alles hin. Okay, das heißt, wir schauen hier auch regelmäßig hin, aber es sind noch keine drin. Entweder gut erklärt oder einfach so mundschlussglücklich. Aber auch da jederzeit Anrufe, Durchrufe, wenn ihr Frage habt, wenn irgendwas ist, Genau. darf es immer über. Sehr schön. Was oder wo liegen wir dabei deine Kosten? Weil ich sag's mal so, Formatdrucker ist ja schon, glaube ich, in der Kosten pro Boge teurer als jetzt hat ein Rollegerät, aber wo liegt man da wirklich preislich? Wenn man jetzt Also halt von einem A3-Ausdruck spreche oder einem kleinen Logo oder wie. wir sprechen immer in Formate, also in A3-Formate, in Square Meters, in Kann man dir helfen? ja, Square Meters sind auf Deutsch, in Quadratmeter. Quadratmeter, genau. Ah. Also wir gehen da immer von Quadratmeter aus und wir sind jetzt so bei einem A3 sind wir bei circa Ganz grob. 2 Euro, 2,30 € Pi mal Daumen mittlerweile. Vollflächig bedruckt oder einfach zum Beispiel so ein. Vorflächig all in, im Endeffekt, das sind die Granulate, da ist die Folie dabei. Auch da ist immer abhängig, wie viel Tinte habe ich drauf, wie ist der Weißauftrag, mehr, weniger, ist immer so pauschal ganz schwer zu beantworten, Ja, aber so aber so grob Pi in mal die Daumen sind wir Richtung. dabei, bei circa 2 bis 2,30 € da. Okay, also Ungefähr. alles noch im Rahmen. Genau, außenrum. Okay. Alright, dann hatten wir vorher mal kurz die Print Suite angesprochen. Die Print Suite kennen bestimmt einige von euch noch vom Weitschoner. Da hatten wir sie ja auch oder haben wir sie immer noch natürlich. Was ist da der Unterschied? Was bringt die Print Suite mit im Bereich DTF? Was können wir da? Können wir da auch rastern? Müssen wir überhaupt rastern? Ist das notwendig bei DTF? Ich sage jetzt mal so, auch da, also was ich jetzt persönlich, meine persönliche Meinung, ich habe solche Blöcke als T-Shirt
sieht man nicht gern. Also so eine reine JPEG, wo ein Frame hat, also eigentlich nicht so wie hier, solche Sache, wo auch hier das meiste wurde mit noch ein Blackout, ist auch so ein Future von der Print Suite. Ich habe im Endeffekt alles, was schwarz aussehen soll, nehme ich einfach mal ein T-Shirt oder ich kann auch rastern, Halbtöne, je nachdem, will ich es linear, obwohl linear ist so in Rastatt, tun sich die Geister scheitern, aber ich kann von Eclipse Diamante, kann ich Rastatt in verschiedene Größe kann ich machen. Das Gute ist, ob ich jetzt ein F21, F22, DXP-Maschine habe, eigentlich ist egal, weil alle unsere Maschinen haben die Print Suite. Das heißt, auch wenn ich jetzt sehe, ich werde langsam größer und größer und größer, kann ich jederzeit zu der nächstgrößeren Maschine gehen und ich habe die Print Suite. Also es ändert sich nichts, nur dass ich halt von Formatware auf Rolleware gehe. Ich mache so ein Stichwort bei 50 Transfers am Tag, das ist ordentlich. Irgendwann mal gehen wir die Stunde dann aus, ne? Dann ist halt zu empfehlen, dann Next Level dann, aber dann bin ich auch nicht mehr im Advanced Business, sondern dann bin ich dann im richtigen Business und dann geht's mit Volker auch weiter. Okay. Das heißt, könnte ich ohne Print Suite auch drucken mit dem 2.2er? Kann ich machen. Mit dem Garmin Creator 2, auf jeden Fall. Wo ich jetzt mal die Vorteile von der Print Suite sehe, ist, dass ich halt die Cues dann mit einem Klick eigentlich verändern kann, weil man darf halt eins nicht vergessen, wenn ich im DTF-Bereich drucke ich zuerst mit Farbe, dann kommt Weiß und im DTG-Bereich erst Weiß und dann Farbe. Also da gibt es eine kleine Umstellung, sagen, das passiert eigentlich intern relativ schnell. Da sehe ich jetzt die Vorteile bei der Print Suite und ganz klar die Nocken-Blackout-Sache. Ich kann rastern, ich kann einfach schneller meiner Meinung nach arbeiten. Okay, das heißt, man ist im Endeffekt einfach effektiver, effizienter. Ich bin schneller auf jeden Fall. Ja. Okay. Effizienter, genau. Ich kann halt verschiedene Klicks die Werte verändern, wie ich das möchte. Kann ICC-Profile neu reinladen. Also ich habe ein Schweizer Taschenmesser im Endeffekt mit der Print Suite. Okay, es klingt ja erstmal gut. Welches Dateiformat kann ich oder muss ich im Endeffekt in die Print Suite reinladen? Ich kann von PNGs, PDFs, EPS, AIs, also eigentlich alles außer eine reine Corel Draw. Das müsste ich halt anders abspeichern im Endeffekt. Ich kann immer noch mit Corel Draw arbeiten, ganz klar, aber halt anders abspeichern. Also eine reine CDR sieht er nicht. Okay. Klasse Frage. JPEG? Geht, ja. Also, klar, da sind wir halt wieder im Thema. Haben wir wieder einen Blog, ne? Habe ich halt wieder im Blog, klar. Da ist halt die Frage, will ich es machen? Ich kann aber auch gleichzeitig, muss man auch sagen, auch mit DTF, sogar mit DTG kann ich ja auch auf Holz produzieren, wenn ich möchte. Das wäre halt dann so eine Schiene vielleicht. Mhm. Also man muss nur Idee haben, da kann man eigentlich sehr, sehr viel verwirklichen. Okay. Ich bin an sich mit meiner Frage durch, aber wenn ich mich jetzt halt für ein 2.2er entscheide, wenn ich sage, okay, schon geil erklärt, also allein deswegen, hole ich mir jetzt ein 2.2er, ich bestelle den, sei es jetzt im Shop oder per Mail oder per Telefon bei uns. Was passiert dann? Genau. Der wird verschickt oder bringst du mir den persönlich vorbei? Also der Vertrieb sendet meistens, also bei den großen Geräten haben wir so eine Installationsanforderung. Bei den kleinen geht es eher schon auch, allein wegen der Sicherheitsmaßnahme. Aber der Vertrieb geht mit den Kunden in Kontakt. Dann wird das Datum X vorbereitet. Meistens werden die Drucker verschickt. Wir kommen vor Ort. Ich nehme da auch ganz gerne die Kunden mit dazu, sage ich mal, und gehe auch gleich alles dem Kunde durch ich tue dieses Unboxing mit zu, okay, ich brauche 4 starke Kerle, um diese 100 Kilo zu bewegen, bis wo ist der Platz, wo ich produziere. Und dann geht's auch schon in die Installation. Auch da gehe ich gerne mit Kunden durch, einfach zu sehen, okay, was ist wichtig, was muss ich machen, was darf ich machen. Wie gesagt, der Epson FZ2 erklärt auch alles. Also tatsächlich, zieh da dran, mach das rein, schüttel da, wird eigentlich alles erklärt. Also ich kann auch da nichts falsch machen.
Okay. Genau. Und dann tue ich dann den PC vorrichte und dann gehen wir schon in die Produktion und immer im engen Austausch mit dem Kunde, gehe dann auch auf Kundewünsche ein, was ist dann für die Kunde wichtig. Und dann bin ich auch meistens so eine Stunde, zwei dabei, imaginär, sage ich immer, und lasse den Kunden auch selbst produzieren, weil nur da sieht man auch so die kleinere Unsicherheit, wo habe ich noch Probleme oder wo kann ich noch ein bisschen verbessern. Aber auch da, wenn jetzt der Techniker mal außer Haus ist, ob es jetzt ich bin oder ein anderer unserer Kollege, dann sind wir ja auch jederzeit erreichbar. Per E-Mail, per Videocall, der Support ist da, ist alles gar kein Thema. Und ihr berechnet ja die Telefonminute nicht nach, Nein, da ist ne? gar nichts. Also wie gesagt, bei uns ist Support ganz, ganz groß. Wir versuchen auch sehr viel über Videocalls. Ist auch für den Kunde ganz, ganz wichtig, dass er auch die Nähe zu uns hat, zu sehen, okay, was habe ich da? Mache ich was falsch? Ja, nein. Und im Videocall kann ich auch sehen, was meint denn der Kunde? Ist halt für alle Beteiligten viel einfacher. Und ich denke mal, der Support ist bei uns ja ganz, ganz groß und so ist auch das Richtige. Muss ich irgendwas vorbereiten in der Werkstatt? Hört man? Also im Druckraum, Werkstatt, im Endeffekt, Außer da jetzt sind wir außer jetzt der Platz oder so, ja, der keine Ahnung. Platz, aber Muss der Drucker am Fenster stehen oder ist es nee. irgendwie? Was wir immer wichtig sagen, oder was wir eigentlich fordern, wenn ich das so sagen darf, ist eigentlich die Raumtemperatur. Also ich mache alles zwischen 20 und 25 Grad. Und die Luftfeuchtigkeit spielt eine sehr große Rolle. Da sind wir auch in der Warum? Range drin. Allgemein für die statische Aufladung. Okay. Dann, wenn es zu warm wird, ist für die Druckköpfe nicht gut. Statische Aufladung, wie gesagt, hat mehrere Faktoren. Beim Granulieren, sowohl auch beim Drucken, kann statische Aufladung beeinträchtigen. Deswegen alles, was wir machen, sind wir bei einer Range zwischen 40 und 60%. Ich sage immer, 50 und 60 bin ich in einer sehr guten Range. Aber das ist so, was wir jetzt als Techniker, was ich immer sage, wieder darauf achte. Das Gute ist, unser Vertrieb tut ja immer darauf aufmerksam machen, Achtung, ihr habt ja hier die Installationsanforderung. Das sollten wir haben, das bei den großen Maschinen sieht wieder ganz anders aus. Aber das da heute ist der EPSA 2. Also von dem her gehe ich jetzt da gar nicht weiter drauf ein, sage ich mal dazu, mit den Okay. großen. Und an sich für eine Installation kann ich mir halber Tag, Tag einplanen. Ich würde immer ein halber Tag, weil wir sind ja da auch von Aufbau bis Ende sind wir gute 4 bis 6 Stunden vor Ort. Je nachdem auch, wie ist der Hintergrund des Kunden, welche Maschine hat er im Vorfeld gehabt, hat er schon mal DDG gehabt, ja, nein, oder eine andere DDF-Maschine, kennt er das Thema DDF, viele Kunden, speziell am Anfang, können sich nicht groß vorstellen, was macht der DF eigentlich? Ja, ich weiß, okay, ich druck auf Folie, aber dann was? Und da gibt's aber, das ist ja das Schöne, wir können dann über alles besprechen, alles diskutieren. Und ich sag mal, einen Tag würde ich auf jeden Fall einplanen, da sind wir beide safe und kommt nicht in Bredouille. Okay, sehr schön. Du hast vorher mal gesagt, so 50 Ausdrucke am Tag, das ist so die Grenze, wo man dann eher so zum Rollegerät wechseln sollte. Genau. Was ist die Grenze? Weil viele unserer Kunden kaufen ja auch Transfers zu. Was ist die Grenze, wo du sagst, okay, aber lieber Kunde, ab der und der Anzahl wird es Sinn machen, dir selber ein Gerät zuzulegen? Ja, Gibt es so eine da. Grenze überhaupt oder ist das mehr so vom Workflow vom Kunde oder? Richtig, Workflow, Stammkunde, wie sind die Stammkunde aufgebaut? Wie ist der Kundestamm an sich? Habe ich denn immer diese Transfers, was uns nichts bringt, sage ich jetzt mal, wie gesagt, ich brauche sicher 20 und 50 Transfers am Tag, dann habe ich eine solide Durchlass im Endeffekt. Auch bei den ganzen DDF-Geräte bringt es mir nichts, 2 Tage zu produzieren und 5 Tage stehen zu bleiben, also die Maschine würde laufen. Und dann ist es auch wieder abhängig, ist saisonabhängig, ja, nein. Fakt ist eins, ich empfehle immer, alles, was unter 20 Transfer ist, geh mal auf den kleinen Bruder vom F22,
Ansonsten, wenn ich nicht diesen Durchlass habe, lieber den Stunden, den Kundenstamm aufbaue und dann, wenn ich merke, also das merkt jeder Kunde eigentlich selber, okay, wann macht es dann Sinn zu tauschen. Okay, alles klar. Du hast dich ja wirklich sauber informiert im Vorfeld. Hast du noch Punkte? Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir alles? Ich glaube, Haben wir wir haben echt alles? alles. Ich glaube, wir haben eigentlich alles. Habt ihr Fragen? Irgendwelche Fragen? Zum Drucksystem, zum Drucker, zum Folien? Zum Techniker. Ja, zum Techniker, Genauso. wenn er schon mal da ist. Aber sieht so aus, als gibt es keine Fragen. Dann haben wir heute noch eine Aktion, beziehungsweise sogar zwei Aktionen vorbereitet hier. Und zwar haben wir auch heute für den 2-2er Special-Preise. Und zwar haben wir einmal für das Basic-Paket vom 2-2er haben wir einen Preis für, also ab 11.500 Euro. Das ist einfach Basic-Paket vom 2-2er, inklusive Montage und Inbetriebnahme. Und dann gibt es aber noch ein All-In-Paket Okay. ab 12.995 Euro. Und da ist dann nämlich auch die Print Suite mit dabei und der Wärmeofen, den man braucht zum Zum Gelieren von Studieren, den genau. Transfers, ne? Ja. Da waren wir wieder. Und natürlich inklusive Montage und Inbetriebnahme. Aber steht auch nochmal alles ausführlich im Newsletter. Und falls ihr Fragen habt oder irgendwo was vergessen haben, dann gerne direkt an textildruck@printequipment wenden. Oder ich glaube, Durchfall ist die 130, oder? 130 ist die Durchwahl, genau, Ja. oder an den Support oder an die Dev-Abteilung an sich. Also es gibt mehrere Anlaufstellen bei uns im Haus. Sehr gerne jederzeit. Allzeit bereit. So sieht's aus. Sehr schön, aber wenn keine Fragen sind, würden wir uns fast verabschieden, oder? Ich glaube, sonst kommt da nichts mehr Sinnvolles bei raus. Nee, wie gesagt. Was gibt's morgen Schönes? Morgen ist, glaube ich, da Toni wieder mit dem 6-4er, 6-4er, meine ich, ja, ja. mit Genau. unserem großen Rollendrucker im Sublimationsbereich. Genau. Und Freitag kommt dann der kleine Bruder vom 2-2er, und zwar der Schurkala 1000, F1000. genau. Genau. Also, bleibt auf jeden Fall spannend. Lohnt Auf sich jeden Fall. einzuschalten. Ich hoffe, ihr konntet was lernen, was mitnehmen. Hoffe ich auch. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne auch an mich. Gar kein Thema. Das guck mal, darf ich wieder mal kommen. Okay, wenn ihr mich wollt. Gerne jederzeit. Sehr schön. Dann mag ich schon mal winken. Grüßen. Grüßen darf ich auch. Also wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, an die Forever-Jungs. Das muss liken. Ne? Nochmal, das muss liken. Also, Macht's gut. ciao.